Und jetzt kommt der Kurt Imhof. Aber sicher. Dirk Denzler hat ja erzählt, dass du da eben... Was hast du gemacht? Heute? Nein, Dirk Denzler hat dich doch jetzt vertreten für ein halbes Jahr, oder was? Ja, ich wurde ausgekauft vom Hanse-Wissenschaftskolleg. Die haben mich eingekauft für ein halbes Jahr, in der Hoffnung, es käme etwas dabei raus. Und jetzt ist diese, Kaufsumme abgelaufen und ich werde wieder zurückverliehen an die Universität Zürich. Was wollten die von dir? Ja, Wissenschaftskollegs wollen Exzellenz. Das ist die Idee, das ist die Leitidee, die sich da durchgesetzt hat. Das ist auch diese, etwas neoliberale Vorstellung, dass man wie im Fußballclub einfach Spitzenspieler irgendwie kauft und dass die dann in einem neuen Kontext und Horizont in irgendeiner Art und Weise wirken. Und das gelingt sehr unterschiedlich, weil Wissenschaft eigentlich nicht etwas ist, das nur auf Menschen aufgebaut ist, sondern auf Einzelmenschen aufgebaut ist, sondern eine teamorientierte Angelegenheit ist. Ich habe mich eben riesig gefreut über diese 7 Kapitelchen da im Tagesanzeiger. Ich dachte, du hättest auch daran gearbeitet, aber das ist gar nicht so. Doch, das auch in Deutschland entstanden. Ja. Also aus der Ferne guckt man nachdenklich auf die Schweiz. Also ich war auch in Glasgow eine Woche zuvor, habe ich den Independent gekauft. Der wurde aufgemacht mit der Titelseite, ist die Schweiz zum dunklen Herzen Europas geworden, und die Ausschaffungsinitiative wurde so aufgemacht. Independent ist eine Quality, ja, kein Boulevardblatt. Ne? Und es häufen sich jetzt auch im Europäischen, in Europa, die doch bedenklichen Perspektiven hat die Schweiz, und das stellt man im Ausland besser fest und merkt dann auch, wie wichtig die Reputation der Schweiz ist, beispielsweise für den Finanzplatz. Deshalb könnte man dieses Argument besser in die Politik einbringen. Ja gut, aber jetzt also diese 2 Seiten oder 3 Seiten, das war für mich jetzt nicht das Wesentliche. Da seid ihr ja nicht ins Grübeln gegangen. Das ist ja ein schmissiger Versuch, eine tolle Art, noch einmal Geschichte zu erzählen. Genau jener Teil der Geschichte, den wir gar nicht richtig erzählen können, weil wir dann nur Wilhelm Tell haben und dann nicht mehr so richtig wissen. Also ich fand das eigentlich die Stärke von diesen 7 Kapiteln. Also es freut mich, dass dir so gefällt. Tatsächlich haben wir die Absicht, noch mehr solche Dinge zu machen, weil wir anders gar keine Chance mehr haben. Also ein kleines Beispiel sei erlaubt, das kennst du, wir haben den Soziologiekongress gehabt über den Sonderfall Schweiz. Das ist die Geburtsstunde des Club Helvetic. Da ist er entstanden, weil hier Hildegard Fessler, Roger Deweck, Martin Heller und ich uns bei Wein darauf geeinigt haben, sorgenvoll so etwas aufzuziehen. Und das war vor 2 Jahren. Der Kongress, der Soziologiekongress, der ein guter Kongress, sehr spannender, lehrreicher Kongress war, fand kaum Resonanz in der öffentlichen Kommunikation, und deshalb müssen wir uns überlegen, ob wir über witzige Beiträge, auch emotionale Beiträge, die Dinge wieder überhaupt in die Debatte einspeisen können. Deshalb möchten wir noch mehr Geschichten machen, wie von der Kuhschweiz zur Geißbockschweiz. Sicher, das ist lustig. Und die Homepage könnt ihr dann vielleicht, jetzt sieht es noch ein bisschen als Club aus, gell? Es ist noch ziemlich intern, wenn man da auf die Seite kommt bei euch. Es ist gemessen an deinen Standards, lausig. Danke, einverstanden. Ich bin sehr gefreut, dich zu sehen. Gut. Ciao.